Ich will jetzt nämlich wissen, was in dieser Kaverne ist. Und ich frage mich, ob wir jetzt bei dem Vieh hier Geistleser einsetzen können. Nö. Katakomben von Gabomba. Aber wir sollten uns vom hohen Gras hier fernhalten, sonst kommen hier gleich noch Pokémon. Wir graben mal. Vielleicht kann man da graben, ich weiß es nicht. Kann man nicht. Bringt das was, wenn wir die Erde zum Zittern bringen? Nö. Vielleicht können wir hier Wirbelwind einsetzen. Wir können mal Stahl testen. Keine Ahnung, Kanone. Blitz. Und Büsche. Sehr schön, der Stahl im Leben. Da Kanone nicht, Blitz, doch Kanone, aber nicht sparen. Vielleicht können wir Wirbelwind hier einsetzen. Bei dem Ding nicht. Hier auch nicht, okay. Warnversuch wert. Was hatten wir sonst immer auf L? Noch gar nichts, ne? Dann kommt wieder der Geistleser dahin, keine Ahnung. Ja, das heißt, wir können hier gerade nichts machen. Nervt mich doch nicht, Mann. Stahl. Rodem, Blitz, Frische. Zack, weg. Eis, Eis, Baby. Okay, Echo. Keine Ahnung, Kanone. Odem auf. Sie. Born, auf dich. Dann fühlst du dich wie neu geboren. Auch wenn du nicht mehr drankommst. Noch eins auf die Nuss. Echo Stahl, Brodem, Odem, Blitz, Frische. Ich weiß nicht, übersehe ich was, aber ich glaube, wir kommen hier noch nicht weiter. Ich glaube, wir kommen hier noch nicht weiter. Kann ich Rückzug einsetzen? Kann ich. Das ist jetzt nur die Frage, wo ich lande. Juhu! Ich glaube, damit haben wir alles hier erledigt, oder? Ups. Glücksmedaillon. Speichern wir mal. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt mit Aarons Hilfe da irgendwie noch an den grünen Pilz kommen. Berge von den Bimbos. Genau. Elfe, wilder Affe. Echo. Keine Ahnung. Reicht eine Kanone für die Elfe aus? Ich glaube schon. Blitz. Und Frische. Ich war mir halt nicht sicher, ob der Blitz ausreicht für die Elfe. Faustwirbel. Aber wir könnten langsam mal den Wunsch gebrauchen, würde ich sagen, ne? Stahl.
Brodem, Odem und Born. So, weg sind sie. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ah ja, ein Djinn, sehr schön. Machen wir einfach mal so. Einfach voll auf die 12. Och Mann. Damit habe ich jetzt... Wir hauen ab. Wir können nicht flüchten, ernsthaft. Nervt mich nicht. Keine Lust jetzt meine Djinns für euch zu verschwenden. Mann. Na endlich. Ich sollte vielleicht nochmal durchheilen. Beten wir dafür, dass es uns gut geht. Okay. Wir können jetzt Ostara einsetzen. Kirin. Atalanta bringt sowieso nicht viel und wir setzen Umbra ein. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich aus Versehen Atalanta weggedrückt. Das wollte ich gar nicht. Kirin haben wir auch noch nicht gesehen. Jedenfalls nicht in diesem Spiel hier. Im ersten Teil schon. Und Ostara zeige ich einmal, danach drücke ich es weg, so gut ich es wegdrücken kann. Das geht ja auch nur bedingt. Kennen wir auch aus dem ersten Spiel. Okay, Verteidigung, Verteidigung. Wobei, könnt ihr heilen? Verteidigung und Boreas. Er wollte flüchten, das ist aber gemein. Boreas. Und kaputt. Schön, dann hat Cosma jetzt auch 3. Wolke. Besänftigt Gegner durch milde Düfte. Okay, also kein Furz. Der ist selten mild. Mal schauen, was hier rechts ist. Vielleicht eine Abkürzung. Oder einfach irgendein anderer Weg. Eine Abkürzung, okay. Hier rechts gab es, glaube ich, noch einen Schatz, den wir uns nicht holen konnten. War dem nicht so? Attentäter und Elfe. Stahl. Kanone. Ups. Och, Blitz. Ich würde ja gerne mal jetzt Wolke testen, aber was soll's. Ja, keine Ahnung, Born. Warum ist die jetzt schon wieder so schnell? Das war eben nicht so. Natürlich ausgerechnet Cosma schläft jetzt. So ätzend, ey. Scheiß Elfe, du kriegst jetzt auf den Sack. Born, Born. Ja, keine Ahnung, wir hüpfen da runter. Und dann gehen wir hoch. Mann, jetzt nervt mich doch nicht. Echt. Stahl. Kanone. Blitz.
und bohren. So, ein Mistvieh schon mal weg. Haltegriff, ja, das ist mir egal. Hauptsache wir pennen nicht. Sehr schön, alle weg. Und Jenna steigt auf. Wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist noch eine Kiste. Aber ich glaube, oben war auch noch eine. Och man, jetzt nervt mich nicht echt. Echo, Kanone. Keine Ahnung, wir machen jetzt einfach mal Wolke. Bohren. Macht auch Schaden, cool. Sogar mehr als das andere Ding. Okay, gut, dass Jenna jetzt wieder voll geheilt ist. Odem, genau. Und dann ist er auch vielleicht wieder voll und frische. Da fällt mir ein, ich kann doch jetzt mal Jan an Jenna geben. Und Gus gebe ich mal an ihn rüber. Dann haben wir doch endlich Wunsch. Keinen Wunsch? Ich wünsche mir aber, dass wir Wunsch haben. Das war doch... Also bei mir war das mit vier Wasser-Gins, die verbündet waren. So gemein. Scheibenaxt. Genau, mit B. Entfesselt Macht der Stärke. Ja, rüsten wir natürlich selber aus. Schicksalskeule. Kann Cosma tragen. Eieiei, das ist aber eine starke Verschlechterung. Das auch. Nee, bei 30 ist es mir das nicht wert. Ich habe schon wieder vergessen, den Kettenpanzer zu verkaufen. Der geht jetzt an Jenna, damit ich das nicht wieder vergesse. Oh, kann sie sogar anlegen. Um die Gins habe ich mich gekümmert, sehr gut. Hatte ich hier alle Truhen? Ich weiß es nicht mehr. Stahl. Keine Ahnung, Brodem. Wolke. Ah cool, ich muss jetzt nicht mehr ganz runter, ich kann auch das erste nehmen, sehr schön. So, damit ist die Elfe weg. Den haben wir auch gewonnen, das ist sehr schön. Hier links war da noch irgendwas. Stimmt, nur der Weg, der vorher blockiert war, okay. Eieiei. Die ganzen Affen immer, ey. Ich weiß nicht, Kanone reicht glaube ich nicht ganz aus, oder? Frische. Echo hat auf jeden Fall ausgereicht. Und Kanone reicht doch. Okay, sehr schön. Mehr war hier dann scheinbar wirklich nicht. Okay. Och man, jetzt nervt mich doch nicht. Echo, Kanone. Besänftigt, ja, wenn ich jetzt wüsste, was das heißt. Juhu, gelähmt, sehr schön. Ich habe nicht gedacht, dass Echo den Attentäter wirklich one-hittet. Ja, keine Ahnung. Das Jupiter scheint der richtige Djinn gewesen zu sein, aber er ist trotzdem nicht
Regenbogenfarben geleuchtet? Ich verstehe es nicht. Okay, die Djinns sind wieder alle bereit. Gehen wir wieder runter. Boah, die nerven so die Gegner hier, ey. Wolke. Wieso war Aaron denn auf einmal vor Jenna dran? Das check ich nicht. Egal. Was da? Oh Mann, Alter, ihr nervt so. Man kann kein... Macht der Stärke, okay? Ja, die sieht ganz cool aus. Man kann keine 3 Schritte laufen, ohne direkt genervt zu werden. Boah. Hier war doch gleich noch so ein Gebirge oder Landschaft, wo es dann den Pilz gab, oder? Ja, das sind jetzt wirklich ganz schwache. Da ist das andere Dorf, genau. War das nicht hier? Ich meine, das war hier. Genau, da ist es doch. So. Kanone. Wolke und Guss. Gut, dass ich Guss noch darauf gesetzt habe. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, Wolke kann einschläfern. Genau, die Klippen von Gondovan war das. Den grünen Pilz müssten wir jetzt erreichen können. Ich habe nur überhaupt keine Ahnung mehr, wo der gewesen ist. Ich glaube, hier lang war eine Abkürzung, oder? Affen. Was für ein Affentheater. Genau, Odem auf das und Born auf das. Oh nein, wir haben einen Schaden gekriegt. Okay, da geht's jetzt lang. Dann machen wir das natürlich. Darüber sind wir bislang noch nicht gekommen. Und dann geht's bestimmt zu dem grünen Pilz. Ich will den Pilz haben. Zugangküken, weg damit. Scheibenachse ist schon ganz cool, wenn sie aufheult. Die gefällt mir. Juhu, Pilz. Heilschwamm. Was war das andere noch gleich für ein Schwamm? Schwamm drüber. Der Schwamm drüber Blues. Seltener und verdächtiger Pilz. Hab ich vergessen zu schauen, wie der heißt. Seltener und köstlicher Pilz. Wo waren der jetzt? Bei Aaron, genau. Kicherpilz, okay. Voll zum Kichern.
Style-Tänzer. Musste ich runter? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube ja. Ja, musste ich. Mal schauen, was er jetzt denkt. Ich wusste es. Ich wusste, dass hier etwas vergraben lag und sie haben es ausgegraben. Sieh dir das nur an. Da wedelt er mit dem Schwanz. Sehr schön. Wir... Doch, doch. Wir speichern. Und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.